Als ich den Schulhof betrete, kommen zwei Fünftklässlerinnen mit türkischem Migrationshintergrund auf mich zu. Herr Müller, fragt mich die größere von beiden aufgebracht, glaubst du bei Gott? Nein, antworte ich ruhig, woraufhin beide eine hasserfüllte Miene aufsetzen. Ich hasse dich, giftet die kleinere mich an. Glaubst du bei Jesus? Will sie dann wissen. Wieder verneine ich. Und dann ist okay. Ja, mit diesen Worten endet das Kapitel Schwule Dinosaurier in meinem Buch, das den schönen Titel trägt Ich geh Schulhof. Ich geh Schulhof wird ein schonungslos ehrlicher, teilweise witziger, aber auch schockierender Erfahrungsbericht aus meiner mehr als zweijährigen Tätigkeit als Dauervertretungslehrer an einer Berliner Grundschule. Im Gegensatz zu diversen anderen vergleichbaren Titeln, die bereits auf dem Markt sind, habe ich versucht, diesen Bericht mit pädagogischen, psychologischen, politischen, teilweise auch philosophischen Reflexionen anzureichern. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Deshalb, so argumentiere ich auch im Buch, stellen Schulen, vor allem Grundschulen, die wichtigsten Institutionen einer selbstbestimmten, aufgeklärten und toleranten Gesellschaft dar. Und dementsprechend ist die deutsche Bildungskatastrophe auf dem besten Wege, sich zu einer Sozialkatastrophe auszuweiten, deren Ausmaße wir bisher höchstens erahnen können. Wer sich also dazu entschieden hat, über den Atheismus hinaus eine Weltanschauung zu vertreten und aktiv zu fördern, die sich auf Wissenschaft, Philosophie und Kunst stützt, die das Wohlergehen der Lebewesen dieses Planeten im Blick hat, der wird nicht drum herumkommen, sich der massiven Bildungsmisere unseres Landes zu widmen. Genau deshalb habe ich mich dazu entschieden, Ihnen anhand einiger Auszüge aus meinem Manuskript zu verdeutlichen, mit welch heftigen weltanschaulichen Herausforderungen Lehrer, Erzieher, Mitschüler, früher oder später die gesamte Gesellschaft, teilweise konfrontiert sind, und wage darüber hinaus sogar die These, dass die Bildungskatastrophe, die ich hautnah erlebt habe, das soziale Klima in Deutschland so massiv verschärfen wird und unsere aktuellen Auseinandersetzungen mit Religion und dem restlichen esoterischen Quatsch bei all seiner Relevanz letztlich zweitrangig erscheinen lassen werden. Bevor ich Ihnen aber vorlese, wie es überhaupt dazu kam, dass also ein 11-jähriges Mädchen tatsächlich sich dazu berufen fühlte, mir, ihrem Lehrer, zu sagen, dass sie ihn hasst, werde Ihnen erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Lehrer wurde. Das ist deswegen relevant, weil die Bildungskatastrophe zumindest in Berlin so weit fortgeschritten ist, dass quasi jeder Lehrer werden kann, so nach dem Motto, if you can read this, you're overqualified. Und als ich im Winter 2008 mein Studium abgeschlossen hatte, als Diplompädagoge mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, hatte also mit Grundschulbildung überhaupt nichts zu tun, hatte ich mich bereits mit Evolutionspsychologie, aber vor allen Dingen auch mit Hirnforschung auseinandergesetzt. Mein Interesse am Berufsatheismus war also sozusagen schon entwickelt. Ich bin ja dann auch in die Buskampagne eingestiegen und gleichzeitig habe ich einen Job als Assistent der Schulleitung bekommen. Und weil es eben so leicht ist, offensichtlich Lehrer zu werden, wurde ich schon wenige Wochen später gefragt, ob ich nicht Lehrer werden möchte. Das ginge. So you can be a teacher, it's no problem. You didn't study to be a teacher, but you can do it. What you want to teach? German, mathematics, sports, music, English, you can do it all, it's no problem. Okay, so, also das habe ich gemacht. Ich bin also Lehrer geworden. Man hört und liest ja so einiges über die Zustände an deutschen Schulen. Aber ich kann Ihnen versichern, was ich in den folgenden zwei Jahren erlebt habe, hat sämtliche meiner Vorstellungen gesprengt über den Fortschritt der Bildungsmisere. Das ging also los bei vollkommen verrotteten, vermoderten Schulgebäuden, unrenovierten Klassenräumen, stinkenden Toiletten, ging weiter bei einer Schulleitung, und ich habe nicht nur eine Schulleitung erlebt, sondern auch mehrere, gerade auch auf Konferenzen und so, die regelmäßig zwischen Zweckoptimismus und Resignation schwanken, bei Lehrern ähnlich. Im besten Fall haben die Lehrer also noch so eine Art Galgenhumor entwickelt, was auch kein Wunder ist. Wir waren also täglich konfrontiert mit der Arbeit mit Kindern, ich sag's mal vorsichtig, bildungsferner Eltern und allem, was dazugehört, extrem hohe Gewaltbereitschaft teilweise, geringe Frustrationstoleranz auf der anderen Seite, massive Sprachprobleme, extrem wenig Leistungsmotivation, dazu tägliche Frechheiten, Beschimpfungen, sogar Handgreiflichkeiten, das ist mir auch einmal passiert, kognitive, emotional-soziale, psychomotorische Defizite. Zusammengefasst wird das Ganze in lustigen Abkürzungen namens ADHS, LRS, also Lese-Rechtschreibschwäche, NDH, nicht-deutsche Herkunft, oder LMB, Lernmittel befreit. Das heißt also, dass man einfach kein Geld hat, um die Lernmittel zu bezahlen. Und eben mit den Themen
um die es heute auch gehen soll. Antisemitismus, Kreationismus, Sexismus, Homophobie, allesamt religiös motiviert. Dazu gab es eine Schlüsselszene, und zwar während eines Klassenausflugs zum Bowling. Doch weil ich nicht davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen mit dem vertraut sind, was die Kids liebevoll Kanacksprach nennen, gibt es im Vorab ein kurzes Glossar. Eines der wichtigsten Worte, was Sie auch noch hören werden, ist Walla. Man darf das auch nicht einfach so Walla aussprechen, so nebenher. Man muss so Walla sagen, Walla, Walla, Herr Müller. Ich wurde übrigens auch immer Müller genannt. Obwohl ich ja Möller heiße, auch mehrfach versucht, das zu korrigieren. Ich habe gesagt, es ist wie, mit Ö wie Döner und dann war ich Herr Möller. Das war auch nicht so klug. Walla wird meist verwendet, wenn geschwört wird. Das heißt ja also auch sowas wie bei Gott und ist meistens Zusatz zu einem Schwur. Verschiedene Ausdrücke werden Sie kennenlernen, die Ausdrücke des Erstaunens sind, wie beispielsweise Oha, Abu und Tschüss. Es ist sehr wichtig, dass man das genauso lang zieht. Beispiele wären Tschüss, Herr Müller. Abo, er hat Touch-Handy. Oha. Übrigens wurde ich auch immer geduzt. Ich habe einmal versucht zu erklären, dass man Erwachsene siezt. Dann hieß es, wieso sie? Du bist doch keine Frau. Habe ich also auch bleiben lassen. Ganz wichtig ist auch, dass der Begriff, also der Laut nicht mehr existiert, sondern es heißt immer sch, ich. Was bei dem Wort ich eigentlich am besten ist, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ich habe, wird daraus schabbe. Das heißt, ich weiß, wird daraus schweiß. Und wenn es heißt, ich heiße, wird daraus scheiße. Präpositionen und Artikel fallen vollkommen weg und so ist eben auch der Titel des Buches entstanden. Ich geh Schulhof. Maybe in English you could say me go schoolyard. Insgesamt muss ganz viel geschworen werden auf Allah, auf das Heimatland oder auch auf die eigene Mutter. Teilweise gibt es das auch als Herausforderung. Schwör mal bei deiner Mutter, schwör mal bei Türkei, schwör mal Allah. Und ganz wichtig ist dazu immer die Handbewegung, die ganz klar auf den Gegner gerichtet werden muss. Und dann muss es heißen, Walla, schwör mal bei deiner Mutter, ja Herr Müller. So ungefähr. Interessant ist auch der Satzbau. Meisten Sätze beginnen mit dem Satz, mit dem Wort Kummer. Also Kummer heißt guck mal. Kummer, 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 Herr Müller. Ich gehe so, dann er sagt so. Dann ich gebe Ihnen eine Bombe, voila. Dann er sagt so, wecke geht's, Platz vergeht. Das ist also ungefähr ein Standardsatz, der mir häufig begegnet ist. Und mein Lieblingswort, das zum Abschluss, ist das Wort, was Sie eben auch schon gehört haben. Bedeutet letztlich nur Nein und lautet muss natürlich im Kontext geschehen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sportsachen dabei? Leicht angedeutetes Kopfschütteln dazu? Schlafzimmerblick? Hast du ihm wirklich nicht die Nase blutig gehauen? Herr Müller. Was für uns sehr witzig erscheint, stellt für diese Kinder natürlich eine extrem krasse Hürde dar. Gerade auch mit Ausblick auf spätere Ausbildungsplätze. Ich möchte auch den Hinweis darauf geben, dass es sich dabei nicht nur um Kinder mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund gehandelt hat, die so sprechen, sondern auch viele Kinder anderer Nationen, auch Kinder mit deutschem Migrationshintergrund, sagt man nicht, ne? Nein, Kinder mit deutschem Hintergrund. Und was ich dazu sagen muss, bevor es also in das Kapitel schwule Dinosaurier geht, natürlich habe ich alle Namen von Personen und Orten geändert. Ich steige in der Szene ein, wo wir mit der U-Bahn unterwegs sind, zur Bowlingbahn. Während der Fahrt haben die Mädels um Samira herum einen Mann mit langen Haaren entdeckt, zeigen auf ihn und lachen sich kaputt. Einige der Jungs erzählen sich gegenseitig Lügengeschichten und schwören dann auch auf Allah und ihre Mutter, alles sei genau so passiert. Bis die freundliche U-Bahn-Stimme den Gärtnerplatz als nächste Station ankündigt, verläuft die Fahrt also ohne nennenswerte Zwischenfälle. So Leute, wir steigen aus, rufe ich im üblichen Militärton durch den Waggon, den ich mir schon längst angewöhnt habe, weil Nettigkeit meist als Schwäche aufgefasst wird. Bin ich bei der Arbeit im Kiez zur frontalpädagogischen Dampfmaschine geworden.
Die Kids sammeln sich an den Türen, streiten sich heftig um die Betätigung des Türöffners und stürmen dann auf den Bahnsteig, wobei zwei Kinder hinfallen und sich nur mühevoll wieder aufrappeln können. Dort angekommen, gebe ich den Kids zu verstehen, dass wir nun gemeinsam nach oben gehen, um dort zu entscheiden, wie wir die restliche Zeit verbringen. Der Klassenlehrer hatte wohl mit viel Kulanz geplant und so haben wir noch eine knappe Stunde Zeit bis zu unserem Termin auf der Bowlingbahn. Herr Müller, lass mal schon mal Bowling gehen und da chillen, Klingeltöne verschicken. Erreicht mich bereits auf dem Weg nach oben der erste Vorschlag, den ich natürlich direkt abschmettere. Stattdessen schlage ich einen Spaziergang durch den Gärtnerkiez vor, denn obwohl der Sommer schon eindeutig vorüber ist, herrscht draußen noch recht sonniges und mildes Wetter. Mein Vorschlag stößt auf wenig Begeisterung, doch mal wieder scheinen die Kids den Befehlscharakter meiner Vorschläge zu unterschätzen. Oben angekommen möchte ich die heimatkundlichen Kenntnisse meiner Klasse auf die Probe stellen und frage in die Runde, wo wir uns nun befinden. Gärtnerplatz, voila, ruft Oktay missmutig aus dem hinteren Teil der Kindertraube, die ich um mich geschart habe. Genau, Oktay. Wisst ihr auch, wofür diese Gegend berühmt ist, wer hier so wohnt? Ich weiß nicht, überlegt er. Opfer? Juden? Bevor mir die Tragweite seiner Gedanken bewusst wird, kläre ich ihn darüber auf, dass es sich beim Gärtnerplatz um Berlins berühmtesten Schwulenkiez handelt. Allgemeine Bestürzung bricht aus. Einige der Mädels verstecken sich ängstlich hinter ihren Freundinnen. Angeekelte Gesichter mischen sich mit hysterischem Gelächter. Abo, wo hast du uns hingebracht, Herr Müller? Bist du verrückt? Fragt Aygül. Ich weiß natürlich, dass das Thema Sexualität, vor allem Homosexualität, in diesem Alter gern zu Lachsalven führt. Aber dies hier ist etwas anderes. Die Kids wirken völlig verstört auf mich, nahezu entrüstet. Herr Müller, Schwulheit ist verboten, erklärt mir Oktay. Von Gott. Na, herzlichen Glückwunsch. Religiös bedingte Intoleranz in der 6. Klasse. Bin kurz davor, den Ausflug abzubrechen. Zu guter Letzt erklärt er mir dann auch noch stolz, dass seine Mutter ihm das beigebracht hat. Um eine Begründung für das Homo-Verbot gebeten, ist es dann allerdings die sonst so stille Medina, die den weltanschaulichen Vogel abschießt. Adam und Eva, sie waren auch nicht schwul, erklärt sie in vollem Brustton der Überzeugung. Sonst würde es uns jetzt nicht geben. Stehe mit offenem Mund vor der Klasse und staune. Wie schafft man es bloß, Menschen von einem solchen Unsinn zu überzeugen? Es funktioniert offensichtlich nur bei Kleinkindern, denn die sind nun einmal darauf angewiesen, uns Erwachsenen jeden Quatsch abzukaufen. Aber Medina, beginne ich noch immer leicht schockiert. Adam und Eva haben nie existiert. Das ist nur ein Märchen, so wie Hänsel und Gretel oder Harry Potter. Wir Menschen wurden nicht gebastelt, sondern sind entstanden, wie alle anderen Lebewesen auch. Nun starren die Kids mich mit offenen Mündern an. Aber wenn ich schon dabei bin, denke ich mir, rücke ich gleich mit der ganzen Wahrheit heraus und erkläre den Kids, dass manche Männer sich halt in Männer verlieben, manche Frauen eben in Frauen. Da habe ich wohl einen offenen Nerv getroffen. Die Kids stehen wie angewurzelt mit offenem Mund da und gucken, als hätte ihnen gerade jemand erzählt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ob ich das noch hinterher schieben soll? Nein. Meine Entrüstung über diese Haltung verdirbt mir jeglichen Spaß an der Desillusion. Jetzt reicht's. Strafspaziergang durch den Kiez, volle 45 Minuten. Vorbei an Männern, die Arm in Arm mit knallengen Lederhosen durch die Straßen laufen. Vorbei an all den belebten Cafés mit Regenbogenflagge und fast ausschließlich männlichem Publikum. Schocktherapie gegen Homophobie. Kids können schließlich nichts dafür. Aber, und auch deren Eltern wurde dieser Unsinn vermutlich schon im Kindesalter eingetrichtert. Aber als entschiedener Verfechter der Toleranz bin ich nicht bereit, eine solche Intoleranz zu billigen. Am Kreisverkehr des Platzes angekommen, drehe ich mich zu den Kids um, breite die Arme aus und heiße die Klasse herzlich willkommen in Berlin des 21. Jahrhunderts, in dem jeder so schwul oder lesbisch sein darf, wie er oder sie will. Mit gespielter Einsicht schaltet sich nun Melek ein und erklärt mir, dass natürlich jeder so schwul sein könne, wie er wolle, widerspricht ihrer Pseudotoleranz aber bereits im nächsten Satz. Kummer, Herr Müller. Allah, er hat's verboten. Also diese Schwulen, sie sind alle Sünder, sie kommen Hölle. Meine Frage, ob ich mit diesem gewissen Herrn Allah mal persönlich sprechen könne, verschränkt Melek die Arme und schüttelt energisch den Kopf. Aber ich schwöre, es gibt ihm und du kannst nicht beweisen, dass es ihm nicht gibt. Im ersten Moment klingt das natürlich nach einem starken Argument, aber würde ich an alles glauben, dessen Nicht-Existenz ich nicht beweisen kann, dann wäre ich angesichts der Zwerge, Elfen, Götter, Einhörner und sonstigen Fantasiewesen wahrscheinlich schon längst verrückt geworden. Dass die Beweislast für eine Behauptung beim Behauptenden liegt, ist ja schon für manche Erwachsenen schwer verdaulich, also muss ich in dieser Altersstufe wohl mit einem eher plastischen Beispiel arbeiten. Konfrontiere Melek also mit der Behauptung, in meinem Garten stände ein unsichtbarer Dinosaurier, der allen Menschen verbietet, Süßigkeiten zu essen. Um meiner Aussage noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, schwöre ich am Ende meiner Ausführungen theatralisch auf den heiligen Saurus Rexus. Abschließend imitiere ich ihre Kinderargumentation inklusive Kanaksprach
Und du kannst nicht beweisen, dass sie ihm nicht gibt. Kids lachen sich kaputt, nur Melek ist offensichtlich aufgebracht. Mit einem Lolli im Mund erklärt sie mir, dass sie mir kein Wort glaubt. Dann wird sie still und denkt nach. Ich kann den sprichwörtlichen Groschen in ihrem Kopf fast fallen hören. Als sie verstanden hat, worauf ich hinaus will, kontert sie mit dem stärksten Argument, das ich von einer Sechstklässlerin erwarten kann. Du bist doof, sagt sie entschieden und streckt mir die blau gefärbte Lolli-Zunge raus. Auch Ali scheint meinen Dino-Vergleich verstanden zu haben. Auf jeden, guck mal, Herr Müller, brüllt er begeistert. Ich sage so, ein durchsichtiger Geist, der hat mir verboten, Dings Hausaufgaben machen. Dann, du musst mir auch nicht glauben. Zufrieden stimme ich ihm zu. Nachdem ich den Kids also die Grundzüge des kritischen Denkens verdeutlicht habe, setzen wir unseren Spaziergang durch den Kiez fort. Obwohl dieses Areal nur wenige Kilometer Luftlinie vom Wohnort meiner Schüler entfernt ist, erwecken einige von ihnen den Eindruck, sich auf einem anderen Planeten zu befinden. Um Missverständnissen vorzubeugen, nehme ich mich gegen Ende unseres Spaziergangs noch einmal der etwas verwirrten Fraktion um Melek und Oktay an und erkläre ihnen, dass in Deutschland jeder das Recht hat zu glauben, woran er will. Ich verdeutliche ihnen aber auch, dass die Vorschriften eines Glaubens immer nur für diejenigen gelten, die dieser Glaubensgemeinschaft angehören, nicht für andere. Glaubt, was ihr wollt, macht, was ihr wollt, solange ihr die Freiheiten anderer damit nicht verletzt, okay? Schließe ich mein Statement ab, als wir unser Ziel erreichen. Das Chaos auf der Bowlingbahn ist nicht größer als erwartet und so verläuft der restliche Ausflug relativ gelassen. Die Nachricht von meiner Lektion in Selbstbestimmungsrechten scheint in der Schule jedoch schnell die Runde gemacht zu haben. Und genau da kommt die Stelle, wo ich dann halt am nächsten Tag angesprochen werde und dann gefragt wird, Herr Müller, glaubst du bei Gott? Nein, ich hasse dich. Ja, es waren übrigens hauptsächlich die Mädels aus muslimischen Elternhäusern, die mir in den folgenden Tagen massiv auf den Keks gegangen sind mit so Fragen wie, und was war vor dem Affen? Und was war davor? Und was war davor? Ich habe dann irgendwann ganz dreist Susi neunmal klug erklärt die Evolution von Michael Schmidt-Salomon und Helge Nünke mitgebracht und habe es einfach ungehemmt in der Klasse vorgelesen. Die Frage, die wir vielleicht auch danach diskutieren können, wie weit können, dürfen oder sollten Lehrer gehen, wenn es um Aufklärung in Sachen Religion geht, um die Antwort schon mal etwas vorwegzunehmen, erinnere ich in diesem Zusammenhang auch an das Schulgesetz, das ist ja in jedem Bundesland unterschiedlich, aber in Berlin kann man in Paragraph 1 Folgendes lesen. Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen. Okay. Und ihnen, Achtung, ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Damit sollte eigentlich schon klar sein, ob Religionsunterricht tatsächlich an öffentlichen Schulen unterrichtet werden sollte. Weiter heißt es in Paragraph 1, Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten. Sowie das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten. Weil der Paragraph so schön ist, lese ich den Rest auch noch vor. Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der Gleichberechtigung aller Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung der Völker. Und es schließt dieser Paragraph mit einem Satz, um den uns bayerische Humanisten vielleicht sogar beneiden würden. Dabei sollen die Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanismus, zur Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz finden. Das ist doch mal ein Paragraph 1. Also Humanismus, Freiheit und Demokratie als bestrebenswerte Zustände, ich denke, das spricht für sich. Ich berichte in diesem Zusammenhang noch von einem anderen Fall, den ich ganz am Anfang meiner Karriere als Lehrer erlebt habe. Die erste Klasse, die mir zugewiesen wurde, war eine vierte Klasse Mathematik. Die schwierigste Klasse der ganzen Schule mit Abstand, natürlich. Warum sollte man dem jüngsten Quereinsteiger nicht eine andere Klasse geben? Die Klassenlehrerin hat die Klassenfahrt abgesagt, deswegen haben wir in der Schule übernachtet. Was für die Geschichte eigentlich unwichtig ist, wichtiger ist, dass ich dadurch die Möglichkeit hatte, am Samstag früh mal den Religionsraum zu inspizieren. Denn ich war schon ins Gespräch gekommen mit der Religionslehrerin, der evangelischen Religionslehrerin unserer Schule. Und ja, ich war ja schon in der Buskampagne, habe über meinen Überzeugungen noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten, weil ich dachte, mal hören, was sie so erzählt. Er sagte, naja, weißt du was, Philipp? In Osten war ich ja quasianisch gewesen.
Dann war ich ja mehr so ein bisschen Satanismus, auch Esoterik. Und dann habe ich mir den Weg zum Herrn Jesus Christus gefunden. Ja, bei so einer Dame schaut man sich den Religionsraum doch mal näher an. Und siehe da, was entdecke ich natürlich? Feinstes Kreationismusmaterial, Studiengemeinschaft Wort und Wissen, Evolutionskritik, das volle Programm. Ja, was macht man? Die Schüler wussten ja, dass ich bereits in der Buskampagne bin und fragten mich dann auch, Herr Müller, wie kannst du behaupten, es gibt keinen Gott? Und dann habe ich denen auch nochmal erklärt, ich behaupte das nicht. Ich sage einfach nur, wer eine Behauptung aufstellt, der muss sie auch belegen. Und wenn er es nicht kann, dann gehe ich davon aus, dass es nicht stimmt. Weil ansonsten würde ich ja verrückt werden. Das verstehen in der Regel ja auch Kinder, wenn man das noch ein bisschen langsamer sagt. Daraufhin ist ein besonders findiger Junge in der nächsten Religionsstunde zu seiner Lehrerin gegangen und hat gesagt, ich bin Gott, beweisen Sie mir das Gegenteil. Fitter Junge. Die Lehrerin hat sich natürlich gedacht, nach die alle Kür dir trapsen. Die wusste, die hat den Braten gerochen und hat sich natürlich sofort bei der Schulleitung über mich beschwert. Daraufhin wurde ich zur Schulleitung zitiert. Und dann hieß es, Herr Möller, ich beobachte Ihr Engagement für diese Buskampagne nun schon seit längerem und ich toleriere das auch. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich meine Kraft für diesen Beruf aus dem evangelischen Glauben ziehe. Ungefähr so sah die Schulleitung auch aus. Und ich verbiete Ihnen, den Kindern beizubringen, dass es keinen Gott gibt. Also habe ich nochmal richtig gestellt, dass ich das nicht gesagt habe. Ich habe es auch schriftlich gemacht, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht kommt es ja zum Eklat, wäre eigentlich ganz witzig. Vielleicht fliege ich ja sogar von der Schule, ist leider nicht passiert. Wäre eigentlich ein guter PR-Aufhänger gewesen. Ich habe es schriftlich gemacht, habe es auch der Religionslehrerin ins Fach gelegt, war daraufhin 3 Wochen krank tatsächlich. Und als sie dann wiederkam, sagte sie, Philipp, ich war sehr traurig über deinen Brief gewesen, dass du so was von intolerant bist, das tut mir in der Seele weh. Ich habe 3 Tage lang geheult. Und dann habe ich dir einen Brief zurückgeschrieben, aber meine Chefin von der Evangelischen Kirche Deutschland hat mir verboten, den abzuschicken. Ja, die wusste nämlich auch, was Sache ist wahrscheinlich. Also was ich damit sagen will, es gibt also auch im sehr konfessionsfreien Berlin des 21. Jahrhunderts Fälle, in denen an ganz normalen staatlichen Schulen Kreationismusunterricht stattfindet. Offensichtlich weiß die Schulleitung davon, offensichtlich weiß auch die EKD, die ja irgendwie verantwortlich ist davon. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Bevor wir aber in die Diskussion gehen, möchte ich Ihnen noch einen letzten Impuls geben, und zwar zum Thema Sexismus. Und dazu lese ich eine kurze Passage aus dem Kapitel Voll Porno, Alter. Es war also so, dass eine Kollegin auf mich zukam mit der Bitte, sexuellen Aufklärungsunterricht mit Sechstklässlern durchzuführen, mit den Jungs. Auch dort hauptsächlich Jungs mit muslimischem Migrationshintergrund. Viele von denen waren, wir hatten das Thema Pornografie und viele von denen waren schon erstaunlich tief vorgedrungen in die Tiefen des virtuellen Pornonetzes. Und so stellte ich irgendwann die Frage, ob Pornos der Realität entsprechen. Pornos sind noch geiler als echter Sex, ruft einer der Schüler und streichelt mit wildem Blick die Frau, die er sich gerade auf seinem Schoß vorstellt. Als die Lacher verklungen sind, erkläre ich, dass die Perspektive, aus denen Pornos meist gedreht sind, nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Weil Frauen dort häufig als minderwertig dargestellt werden, warne ich die Jungs davor, sich an dem Verhalten männlicher Pornodarsteller im echten Leben ein Beispiel zu nehmen. Wieso nicht, will Dragan verwundert wissen. Weil Frauen genauso viel wert sind und genauso viel zu sagen haben wie Männer, auch im Bett. Die Erklärung zu seiner Antwort, das hätte ich mir denken können, lässt mich zusammenzucken. Männer können alles bestimmen, sagt er selbstbewusst, weil wir können die Frauen in Fresse schlagen. Es ist zum Weglaufen, dieser Macho-Mist, diese Bereitschaft zur Gewalt gegenüber Schwächeren und diese Selbstverständlichkeit, mit der die Errungenschaften der Gleichberechtigungskämpfe mit Füßen getreten werden, lassen mich immer wieder erstarren. Nach Dragans erschütterndem Satz stehe ich einen Moment wie angewurzelt vor der Klasse und suche nach einer angemessenen Reaktion. Dann wird mir mal wieder klar, dass gegen Dummheit nur ein Kraut gewachsen ist, nämlich Bildung. Unter verwunderten Blicken der Schüler wische ich die Tafel ab und formuliere eine neue Überschrift. Männer und Frauen, nicht gleich, aber gleich wert.
Dann unterstreiche ich das letzte Wort und frage Dragan, ob er tatsächlich meint, dass stärkere Menschen über schwächere Menschen bestimmen sollten. Er nickt. Dann bestimme ich, dass du morgen in einem pinken Kleid zur Schule kommst, befehle ich ihm streng, mit hochhackigen Schuhen, einer blonden Perücke und geschminkt. Als er mir widersprechen will, beuge ich mich zu ihm hinunter und füge leise hinzu, dass ich ihm sonst in die Fresse hauen würde. Dann herrscht Stille. Er überlegt, setzt mehrmals zum Sprechen an, überlegt weiter. Schließlich lächelt er mich verlegen an und erklärt mir dann einsichtig, dass es viele Fälle gäbe, in denen auch er unter dem Recht des Stärkeren leiden würde. In seiner Antwort entnehme ich, dass das Mitgefühl, das ich eben in ihm hervorgerufen habe, tatsächlich etwas bewirkt hat. Vorsichtshalber nehme ich meine Drohung von eben noch einmal zurück und nehme die Kids dann mit auf eine kleine Reise durch die jahrtausendelange Geschichte der Unterdrückung, Verfolgung und Hinrichtung vermeintlich Schwächerer. Anhand von aktuellen Beispielen der Misshandlung von Frauen in weiten Teilen der Welt konfrontiere ich sie mit dem Fakt, dass es sich dabei um ihre Mütter, Schwestern, Cousinen, Tanten oder Freundinnen handeln könnte. Und um meine Ausführungen noch stärker in die Lebenswelt der Jungs zu transportieren, füge ich hinzu, dass es sich bei diesen Ländern teilweise um die Heimatländer ihrer Eltern handelt. Abschließend lese ich den Satz an der Tafel vor und mache den Kids klar, dass es natürlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, dass diese aber nur tendenziell sind und dass diese nicht zur Unterdrückung der einen durch die anderen führen dürfen. Wegen der ablehnenden Gesichter einiger Jungs mache ich noch einmal unmissverständlich klar, dass kein Mann einer erwachsenen Frau irgendwelche Vorschriften machen darf, weder über ihre Sexualpartner, ihre Kleidung, ihren Beruf oder ihre gesamte Lebensweise. Manche wirken darüber regelrecht empört, aber das ist mir egal. Wenn es um die allgemeine Gültigkeit der Menschenrechte geht, bin ich zu keinem Kompromiss bereit, vor allem nicht bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Anhand dieser Passagen ist hoffentlich soweit klar geworden, welche weltanschaulichen Herausforderungen, sage ich mal vorsichtig, an Lehrerinnen und Lehrer gestellt werden. Weil Schule natürlich auch immer ein Spiegel der Gesellschaft ist, ergeben sich meines Erachtens daraus Fragen, in denen wir hier im Raum uns relativ einig sein dürften, die aber in der deutschen Öffentlichkeit, Medienlandschaft hoffentlich noch heiß diskutiert werden. Zum Beispiel die Frage, sollten Lehrerinnen und Lehrer bestimmten Wertvorstellungen widersprechen, die die Selbstbestimmungsrechte einschränken? Wie weit bereitet man Lehrerinnen und Lehrer auf den Umgang mit derartigen Geisteshaltungen vor? Das ist wahrscheinlich nicht jeder Lehrer in der GBS und setzt sich mit solchen Themen auseinander. Eine der wichtigsten Fragen meines Erachtens, sind wir dumm genug, im Namen der Toleranz auch die Intoleranz zu tolerieren? Und eine letzte, auch sehr wichtige Frage, mindestens genauso wichtig, wie schaffen wir es, uns gegen Rechtspopulisten abzugrenzen, die die bitter nötige Kritik am Islam als Folie für ihre braune Propaganda nutzen? Vielleicht wäre der Zusammenstoß von Salafisten und der Gruppe Pro-NRW vor kurzem eine gute Möglichkeit gewesen, die Stimme der Vernunft laut werden zu lassen und sich von beiden Fundamentalisten zu distanzieren. Wie auch immer, ich denke, gerade vor dem Hintergrund der sehr, sehr sinnvollen Passagen aus dem Berliner Schulgesetz müssen wir Schulbildung, vor allem Grundschulbildung, immer als eine Art Impfung gegen jeglichen Schwachsinn betrachten, der auf Kinder und Jugendliche zwangsweise zukommen wird. Sei es nun Religion, Esoterik, aber auch Produktwerbung, Lebensmittelfälschung, jegliche Form des Extremismus und so weiter. Der Begriff Schwachsinn lässt sich ja übrigens ins Englische am besten mit Bullshit übersetzen. Und wenn ich das Wort Bullshit höre, denke ich sofort an George Carlin. George Carlin said, "Children have to be told that there's bullshit coming down the road. They have to be warned that life is about detecting this bullshit and they must learn how to defend themselves from it." Ein anderer Spruch, der heute auch schon gefallen ist, lautet, Kinder sollen nicht lernen, was sie denken sollen, sondern wie sie denken sollen. Vielen Dank. Very nice talk, thank you. It seems to me that you did very good with those children, and my question is, why did you leave the school? Well, I did pretty bad in the beginning, to be honest. Okay. It was a really hard work of learning how to cope with these situations. There were actually two situations where I had to cry in school. Oh. Fortunately, not in front of the class, but I had pretty nice colleagues that taught me how to do it, and I had to go through some really hard times. Just to mention it, so it's not that I'm
like a natural born talent going there. Nah, I never learned to be a teacher, and now I am one. It was a hard way to learn. Yeah. Maybe I did well later, because maybe also because actually what we were doing wasn't lessons. It wasn't actually Unterricht. It was more like social work with the kids. I was one of the few adults for these kids whom they could talk to and who was listening. Sie haben ausführlich das Schulgesetz von Berlin vorgelesen. In Baden-Württemberg war bis jetzt die Regelung, die Hauptschüler sind christlich zu indoktrinieren, die höheren Schüler nicht. Und da soll das jetzt geändert werden, dass in Zukunft alle christlich zu indoktrinieren sind. Das ist ja eigentlich genau die andere Richtung, als die die meisten sich hier wünschen. Können Sie mal sagen, wie das in den anderen Ländern so aussieht? Nee. Ich kann es über Berlin sagen. Also es war ja auch so, dass diese Debatte um ProReli für mich der Grund war, für mich so der Tipping Point war, der es fast zum Überlaufen brachte, wo ich gesagt habe, okay, Religion ist bescheuert, alles klar, ist mir egal, ja, lass die machen, wie sie wollen. Dann habe ich über Carsten Frerk, den ich damals noch gar nicht persönlich kannte, erfahren, wie viel Kohle in das ganze System fließt und da schon so einen Hals gekriegt. Aber als ich dann noch auf der Straße überall diese Gesichter von Merkel und Schwiegermutter ja auch gesehen habe, die irgendwie für die Freiheit postuliert haben, was natürlich absoluter Quatsch ist, das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, es reicht und ich bin sehr froh, in Berlin zu leben, weil es in der Hinsicht ein sehr liberales, fortschrittliches Bundesland ist, was auch nötig ist angesichts der großen Gruppierungen, die, sagen wir mal, ohne ihnen daraus einen Vorwurf machen zu wollen, teilweise sehr andere Wertvorstellungen haben als wir. In NRW zumindest ist es so, dass 2007 zuletzt noch die Ehrfurcht vor Gott eines der offiziellen Erziehungsziele für alle Schulformen war. Mhm. Hast du irgendeine Art von Evaluation oder irgendeine Art von Feedback aufgenommen? Also zum Beispiel vorher gefragt, welche Einstellung habt ihr gegenüber Frauen oder solche Sachen und geschaut, ob diese Interventionen sozusagen irgendwas gebracht haben? Also diese Fragen, diese Anmerkungen gegenüber den Schülern. Ja, du bist lustig. Ich bin Psychologe und so. Ja, nee, die Frage ist berechtigt, nur es ist ja tatsächlich so, dass ich immer wieder von Leuten höre, ja Mensch, hier und Schule und oh, so viel Ferien und tralala. Ich habe das teilweise vorher auch gedacht und habe mir nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr gedacht, okay, jeder, der mich darauf anspricht, wird am Ohrläppchen in die Schule geschleift, eine Woche Strafpraktikum. Ich glaube nicht, dass man tatsächlich dazu kommt. Ich habe einmal so was Ähnliches gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, damit ich mal so wenigstens ein paar Zahlen habe und habe mal in meine Klasse gefragt, 25 Schüler, wer von euch hat denn schon mal mindestens einen Film aus der Filmreihe Saw gesehen? Ist das jemand ein Begriff? Ja. Saw, explizite, grausamste Gewalt. Ich habe mal in den ersten Teil reingeguckt und ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen sind, bis ich ausgemacht habe. Einfach um ein bisschen Neurohygiene zu wahren. Und es waren tatsächlich 61% der Schüler, die mindestens einen dieser Filme schon gesehen hatten und 10% der Schüler, die sie mit ihren Eltern gesehen haben. Was mich immer ein bisschen stört an der deutschen Pädagogik ist, dass die Evidenzbasiertheit erst noch richtig ankommen muss. Mhm. Das ist halt einfach, und ich dachte mir jetzt, weil du so hier engagiert bist, dass das... Ja, das kommt sicherlich auch noch. Also im Moment bin ich quasi nur der Gast, der sagt, dass die Suppe nicht schmeckt. Ich bin noch nicht der Koch, der weiß, wie es besser geht. Wenn das verlagsmäßig gewünscht ist, kann es auch sein, dass ein etwas sachlicheres Sachbuch hinterhergeschoben wird. Im Moment will mein Buch eigentlich eher Infotainment machen. Es will darüber informieren, wie weit fortgeschritten diese Bildungskatastrophe bereits ist und welche starke Bedrohung das mittelfristig, langfristig sowieso, aber auch schon mittelfristig für uns darstellen wird. Aber ich glaube, dass ich die Leute nur erreiche, wenn ich sie auch ein Stück weit unterhalte. Also wenn ich jetzt ein weiteres Buch, wie böse und schlecht und so weiter, da hört ja keiner mehr zu, ist ja im Atheismus ähnlich. Also um nochmal auf die Sache mit der Sprache zurückzukommen, alle lachen, alle stellen sich, sind da erstmal amüsiert, aber ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass man dann auf die Leute zeigt, die so aussondert. Mhm. Letzten Endes, wenn sie im Unterricht intervenieren wollen. Das Ziel ist ja nicht, sich unbedingt darüber nur zu beschweren, sondern auch irgendwo diese, wie soll ich sagen, da stecken ja auch irgendwo ein Stück Lebensgeschichten von Leuten oder Schicksale dahinter. Und wie verhindert man, dass das so ein bisschen zu so einer nur Abstempelung von Gruppen verkommt und wirklich auch halt so ernst genommen wird, wie es ernst genommen werden muss? Ich glaube, die Frage, würden Sie
würdest du hoffentlich nicht mehr stellen, wenn du das ganze Buch lesen würdest, weil ich in dem Buch sehr stark darauf achte, keine Feindbilder zu schaffen, kein Gut-Böse-Denken aufzumachen, kein Schwarz-Weiß-Denken aufzumachen, hier die Migranten, da die Nicht-Migranten, hier die Dicken, da die Dünnen, hier die Doofen, da die Klugen, Reichen, Armen und so weiter. Das Buch hat auch ein Kapitel mit dem Namen Philosophie beim Döner, wo es eben um das Thema Willensfreiheit geht, was sich viel an Jenseits von Gut und Böse von Michael Schmidt-Salomon anlehnt, weil ich meine, dass es Lehrern die Arbeit deutlich erleichtert, wenn sie vielleicht sogar erst möglich macht, wenn sie keine moralischen Vorwürfe gegen Schüler und auch nicht gegen Eltern erheben. Denn Schüler sind ja meistens, die sind ja noch Kinder, aber die anderen, die sind ja erwachsen. Ja klar, mit dem 18. Lebensjahr, da gibt es ja so ein Magic Moment und auf einmal haben alle einen freien Willen. Ist natürlich Unsinn. Ich habe jetzt natürlich Passagen rausgezogen, die sich sehr stark an das Thema Atheismus annähern. Ich habe aber viele Passagen drin, in denen ich für Verständnis sorge, indem ich die Lebensgeschichten dieser Kinder nachzeichne und darauf hinweise, dass wir alle nur quasi ein gewisses Los in der Lotterie des Lebens ziehen und manche eben schlechteres Los gezogen haben, aber dafür kann und darf man ihnen keinen Vorwurf machen. Vielleicht war das ein gutes Schlusswort.